Hallo, liebe Deutschlernende. Heute reden wir über das Wort zwar. Zwar kann für manche Deutschlerner ein bisschen verwirrend sein, weil es zwei unterschiedliche Bedeutungen hat. Die erste Bedeutung ist, etwas Gegensätzliches darzustellen. Ja, wir beschreiben einen Gegensatz. Zum Beispiel, er mag sie zwar nicht, aber er hat sie trotzdem eingeladen. Ja, er mag sie zwar nicht, ja, man räumt den Gegensatz ein. Ja, dieser Teil steht im Gegensatz zum zweiten Teil, aber er hat sie trotzdem eingeladen. Ja, also das zwar ist im Hauptsatz und das aber im Nebensatz. Ja, und der Gegensatz im Nebensatz oder im zweiten Hauptsatz. Also immer zwar und dann aber, ja, um einen Gegensatz darzustellen. Aber mit zwar kann ich auch etwas näher beschreiben, indem ich und zwar sage. Ja, zum Beispiel, der Teig besteht aus drei Zutaten. Und zwar aus Mehl, Wasser und Salz. Deutsch wird in vielen Ländern gesprochen. Und zwar in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz und so weiter. Ja, das war das Wort zwar. Lass dich nicht von den zwei unterschiedlichen Bedeutungen verwirren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.